In jeder Krise gibt es Verlierer, aber auch Gewinner. Egal, ob es in der Finanzkrise war oder in der Corona-Krise, die einen haben verloren, die anderen haben gewonnen. Und in diesem Video zeige ich dir, wie du sicherstellen kannst, dass du auch zu den Gewinnern gehören kannst, dass du vielleicht wechseln kannst, dass du aber auf jeden Fall sicherstellst, dass du wirtschaftlich überlebst. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin nicht nur Coach und Berater, sondern selbst auch Unternehmer. Ich habe also viele Projekte gegründet und bei den einen habe ich verloren und bei den anderen habe ich gewonnen. Und ich zeige dir heute in dem Video, welche Prinzipien du beachten solltest, welche Möglichkeiten, welche Gelegenheiten es gibt, damit du auch zu den Gewinnern einer Krise gehörst. Das erste von insgesamt 4 Prinzipien, das ich hier mitteilen darf, stammt von John Porgetti. Er wurde einmal in einer Fernsehsendung als reichster Mann der Welt gefragt, was er tun würde, wenn er all sein Vermögen verlieren würde. Und er gab Folgendes zur Antwort. Er hat gesagt, er würde sich niemals wieder eine Tätigkeit suchen, bei der er zu 100% nur an sich selbst beteiligt wäre. Vielmehr würde er sicherstellen, dass er nur zu 1% an 100 Einkommensquellen beteiligt ist. Das erste Prinzip lautet also Vielfalt oder Diversifikation, sich breit aufzustellen, wie jeder strategische Investor und Kapitalanleger es macht. Auch beim Pokern ist es gefährlich, alles auf eine Karte zu setzen, denn entweder du gewinnst oder verlierst alles. Und schauen wir uns nun die Krisenverlierer an. Meistens sind es Personen oder Unternehmen, die nur einen Brunnen gegraben haben. Und wenn der versiegt, wenn also 100% der Wasserzufuhr abgeschnitten ist, werden sie es wahrscheinlich nicht mehr schaffen, rechtzeitig den zweiten Brunnen gegraben zu haben. Das Prinzip der Vielfalt nach John Porgetti bedeutet also nicht nur einen Brunnen zu haben, an dem man 100% beteiligt ist, sondern viele. Und was ist der Fehler, den die meisten gemacht haben, vor der Krise oder jetzt in der Krise? Sie haben alles auf eine Karte gesetzt, all in, mein Unternehmen. Und wenn das zusammenbricht, nun, dann verdursten nicht nur Sie, die Mitarbeiter und die Familie. Das bedeutet also, höre nicht auf, weiter Brunnen zu graben. Es gibt ein Prinzip, das heißt, innovate or die. Also entweder du bist innovativ tätig und entwickelst was Neues, schaffst Neues, oder du wirst untergehen. Beim zweiten Prinzip geht es um die Vielfalt der Leistung. Denn wenn du mehrere Brunnen gegraben hast, egal ob es 5 sind, 50 oder sogar 500 Niederlassungen, aber alle sind in der Gastronomie oder in der Textilbranche tätig, dann müssen die auch komplett alle in der Branche geschlossen werden. Mir ist ein Unternehmer bekannt mit über 6000 Mitarbeitern und 800 Filialen weltweit. Der hatte sich niemals träumen lassen, dass in einer Krise alle Läden gleichzeitig geschlossen werden müssten. Also achte darauf, dass auch deine Leistung in einer Vielfalt angeboten werden. Nicht nur 4 Brunnen, sondern 4 verschiedene Brunnen. Und ein Brunnen kann zum Beispiel sein, dass du als Dienstleister an den Markt herangehst. Eine zweite Möglichkeit ist, dass du auch als Händler, als Gewerbetreibender an den Markt gehst und direkt Produkte verkaufst. Und die dritte Möglichkeit ist, dass du selbst auch in die Produktion gehst. Entweder produzierst du alleine oder gemeinsam mit anderen. Oder du suchst dir Fertigungsstätten und lässt dort deine Produkte herstellen. Und wenn du zu den kreativen Köpfen gehörst, wo du ständig neue Ideen hast oder dir Zeit nimmst, Ideen zu entwickeln, dann kannst du auch selbst in die Forschung, in die Entwicklung gehen. Du kannst also neue Produkte, neue Buchtitel, du kannst Drehbücher schreiben, du kannst dir neue Designs entwickeln lassen, du kannst neue Webseiten oder neue Templates entwickeln, du kannst neue Lieder entwickeln. Es gibt also so viele Möglichkeiten, kreativ zu sein und diese am Markt dann auch selbst oder durch andere zu veräußern. Beim dritten Prinzip geht es darum, wie du letztendlich deine Brunnen baust, wie du also vorgehst, wie deine Taktik ist. Wenn du beispielsweise Familien zu versorgen hast, wenn du beispielsweise Verantwortung hast für viele andere Menschen oder laufende Verbindlichkeiten, dann ist es wahrscheinlich am Anfang sinnvoll, das als Angestellter zu tun, deine Brunnen aufzugraben. Du kannst mehrere Jobs haben, du kannst Job haben und auch zusätzlich noch einen Nebenerwerb oder eine Nebendienstleistung beispielsweise aufbauen oder Produkte entwickeln. Als Angestellter arbeitest du zunächst relativ sicher in einem anderen Unternehmen mit. Die zweite Möglichkeit, wie du deine Brunnen aufbauen kannst, indem du dich als Solo-Selbstständiger gründest. Du hast dann zwar ein paar Satellitenarbeiter um dich herum, die dir zuarbeiten, wie die Sprechstundenhilfe beim Arzt oder Rechtsanwalt, aber letztendlich bist du die Hauptperson, die tatsächlich produziert und faktorierbare Leistungen bringt. Hier ist das Risiko natürlich ein Tick größer, als wenn du als Angestellter im anderen Unternehmen mitarbeitest. Bei der dritten Taktik geht es darum, dass du etwas aufbaust, ein Unternehmen aufbaust, wo nicht nur du selbst drin arbeitest, nicht nur Mitarbeiter im Geschäft sind, sondern Zug um Zug ganze Teams mit eigenen Führungsstrukturen entstehen. Und die vierte Taktik ist diejenige, dass du als Investor tätig bist, dass du also dein Kapital, was du hast,
deine liquiden Mittel investierst in andere Unternehmen oder in Immobilien, also Vermögenswerte, die in der Regel neues Geld erwirtschaften oder mit dem Unternehmen mitwachsen und dadurch sowohl an Wert als auch an Dividenden, also Überschussauszahlung, zunehmen. Und hierzu musst du nicht erst abwarten, bis du 1 Million unter deinem Kopfkissen angesammelt und angespart hast, sondern du kannst sofort mit kleinen Sparplänen schon über ETF beispielsweise dich in anderen Unternehmen einkaufen oder du kannst dir kleine Aktienpakete oder Fondsbeteiligung kaufen. Du kannst aber auch schon mit anderen gemeinsamen Immobilien beispielsweise ersteigern oder du kannst dich bei Bekannten und Freunden in deren Startups einkaufen. Jetzt bist du also dabei, mehrere Brunnen aufzubauen und achtest auch darauf, dass du verschiedene Leistungsvielfalten hast. Und du hast jetzt noch kennengelernt, dass es verschiedene Taktiken gibt, wie du am Produktions- und am Wertschöpfungsprozess teilhaben kannst. Kommen wir jetzt nun zum vierten Prinzip. Beim vierten Prinzip geht es also darum, Trends zu nutzen. Denn nichts in der Wirtschaft bleibt immer gleich. Entweder es wächst oder es schrumpft. Und das gilt auch für jeden Markt. Und du kannst dir nun aussuchen, ob du in einem Markt tätig sein willst oder vielleicht bist und bleiben willst, der schrumpft, oder ob du wechselst und deinen nächsten Brunnen dort aufbaust, wo ein Wachstumsmarkt ist. Dann hast du den großen Vorteil, dass du andere Mitbewerber nicht verdrängen musst, sondern du wächst einfach bequem mit dem Markt mit. Deine Aufgabe ist es also hier, wie draußen die Indianer, immer Ausschau zu halten, wo kommt die nächste Büffelherde, wo gibt es was zu essen, wie weit ist das Wetter schon, kommt der Sommer, kommt der Winter. So muss also jeder in der Natur draußen, wenn er überleben will, ständig wachsam und aufmerksam sein. Und dazu lade ich dich auch ein, herauszufinden, was bedeutet Cocooning, was bedeutet Digitalisierung, was bedeutet E-Commerce, Online-Biz und hier die richtigen Märkte zu finden, die jetzt starten und mit denen du mitwachsen kannst. Und damit du weißt, dass das hier nicht blanke Theorie ist, sage ich dir aus meiner eigenen Erfahrung, dass ich das selbst praktiziere. Jedes Jahr baue ich einen neuen Brunnen. Und ich achte sorgfältig darauf, dass ich die Leistungsvielfalt beachte. Also nicht nur Dienstleistungen anbiete, sondern auch produziere oder Handel betreibe. Ebenso achte ich darauf, dass ich mich immer mehr als Investor betätige, also nicht selbst meine Dienstleistungen verkaufe oder Teams gründe, die produzieren oder handeln oder Dienstleistungen anbieten, sondern dass ich mich in Immobilien oder in anderen Unternehmen auch beteilige. Mit Sicherheit hast du den Eindruck, dass diese Prinzipien alle umzusetzen weniger was mit Glück oder Zufall zu tun hat, also in einer Krise zufällig durch Glück Gewinner oder Verlierer zu sein, sondern hier geht es um ein Prinzip, wozu ich dich ermutigen möchte, nämlich um Fleiß, diese Dinge tatsächlich nicht nur zu kennen, sondern auch umzusetzen, und dazu lade ich dich jetzt ein. Und wenn du dabei Unterstützung brauchst, dann kannst du gerne Gebrauch machen von einem kostenfreien Erstgespräch. Denn unsere Berater helfen dir bundesweit, diese Prinzipien auch umzusetzen, natürlich auch digital. Gerne aber kannst du jetzt auch Daumen hoch machen, das Video also liken, den Kanal abonnieren, damit du informiert bist, wenn das nächste Video publiziert wird. Und ich wünsche dir viel Erfolg bei deiner Vorbereitung, bei vielen sicheren Standbeinen und Brunnen zu graben, sodass du in jeder Krise tatsächlich auch zu den Gewinnern gehören kannst.